Hallo und herzlich willkommen auf Mr. Thinkqueer. Ich bin der Lennart und wir haben wieder eine neue Woche. Das heißt, es gibt auch wieder ein neues Thema. Diesmal, wann enden die Veränderungen durch Testosteron? Also, wer sich dafür entschieden hat, Testosteron zu nehmen, dem wird bewusst sein, dass sich einige körperliche und auch vielleicht seelische Veränderungen anbahnen. Es ist ja im Grunde nichts anderes als eine Pubertät. Für manche ist es die erste Pubertät, wenn sie eben im Pubertätsalter mit der Hormoneinnahme beginnen. Für andere, wie auch zum Beispiel für mich, ist es die zweite Pubertät. Und ich kann höchstens so einen kleinen Vergleich herstellen. Also bei mir haben sich jetzt keine großartigen seelischen Veränderungen ergeben. Also ich bin nach wie vor eine stabile Persönlichkeit. Aber es haben sich halt so Kleinigkeiten verändert durch Testosteron eben. Also ich meine jetzt seelische oder innere Veränderungen. Und das ist primär am meisten, die Libido hat sich wirklich am meisten verändert von den Sachen, würde ich sagen. Ansonsten, ich bin jetzt über ein Jahr auf Testosteron. Und ja, ich kann jetzt gar nicht so mitsprechen. Also es wird gesagt, so nach 3 bis 5 Jahren haben sich so alle Veränderungen durch Testosteron ergeben. Also wie bei einer normalen Pubertät auch, da heißt es so 3 bis 4 Jahre, bis alle Veränderungen sich abgeschlossen haben. Ja, die äußeren Veränderungen. Also bei Transjungs ist ja das Ding, oder Männern, was sich da vor allem verändert, neben den inneren Veränderungen, die ich gerade angesprochen habe, sind halt die Sekundärgeschlechtsmerkmale, also männliches Erscheinungsbild, tiefe Stimme, Bartwuchs, sowas. Was eben nicht eintritt, ist die Veränderung von primären Geschlechtsmerkmalen, wobei doch natürlich, also untenrum ändert sich natürlich schon was. Die Klitoris wächst, einem wachsen keine Hoden oder ein Penis oder so, das wird nicht geschehen. Aber ja, genau. Ja, natürlich verläuft das bei jedem anders, also die Reihenfolge von den Veränderungen, ob sich jetzt erst die Stimme verändert oder der Körperbau oder Körperbehaarung, was auch immer, das ist bei jedem anders, es ist ja auch teilweise eben genetisch festgelegt und daher gibt es jetzt keinen genauen Zeitraum, wann genau die Veränderungen durch Testosteron abgeschlossen sind. Ja, das ist bei jedem halt ein bisschen anders wie bei der normalen Pubertät auch. Ja, wie gesagt, ich kann da halt noch nicht so mitreden. Ich habe erst ein Jahr rum und ich bin gespannt, was sich noch so verändern könnte. Ich denke, vielleicht so nochmal Muskelfettverteilung, sowas. Aber ich habe das Gefühl, meine Stimme ist abgeschlossen. Vielleicht gibt es noch minimale kleine Veränderungen, die es da geben wird. Aber ich hatte schon so das Gefühl, so nach einem halben bis dreiviertel Jahr, nach einem Dreivierteljahr hat sich meine Stimme stabilisiert und hat sich seitdem nicht verändert. Was sich bei mir noch tut, Bartwuchs. Es wird immer so ein bisschen mehr und von Monat zu Monat merke ich eben, dass der Bartwuchs ziemlich anzieht. So. Also das sind bei mir jetzt die Veränderungen. Und ja, ich bin mal gespannt, halt, wie es so in 2, 3 Jahren aussieht, wie dann mein Erscheinungsbild ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch sonderlich viel passieren wird, weiß ich halt nicht. Aber ja, das ist so der grobe Stand der Dinge und alles, was mir zu dem Thema eingefallen ist. Von daher würde ich sagen, habt eine schöne Restwoche und wir sehen uns bald wieder. Cheerio!